Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich komme mal ein bisschen näher. Da siehst du mich besser. Ich dich auch. So, ich möchte aus gegebenen Anlass darauf hinweisen. Ich habe inzwischen 3 oder 4 Kommentare bekommen. Das ist insgesamt gesehen nicht so viel, aber es gibt halt Menschen, die sich darüber aufregen, dass ich hier was spiele, was ich noch gar nicht kenne. Ich weise zwar in meinem Kanalvideo darauf hin, aber das sieht anscheinend nicht jeder. Deswegen tue ich das jetzt vor jedem Spiel, welches ich spiele, was ich noch nicht kenne. Und dazu gehört auch dieses Spiel. Darum siehst du diese Einleitung. Ne? Ich habe hunderte von Spielen, die ich das erste Mal spiele. Und ich spiele dann das Tutorial, um zu sehen, ob mich das Tutorial in die Lage versetzt, das Spiel auch zu bewältigen. Ne? Wenn du also jetzt große Tipps und Hinweise erwartest, dann dürftest du hier falsch sein. Ne, wenn du aber dabei sein möchtest, wie ich hier richtig clever agiere oder mich saudumm anstelle, dann bist du hier richtig. Ne? Sei gespannt auf das, was mir das Tutorial beibringt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht jetzt los. So, da bin ich. Und jetzt muss ich noch eben einstellen, dass wir auch gucken, was hier gespielt wird. So, müsste jetzt eigentlich kommen, aber da ist er ja auch. Jawohl. Jo, moin. Jetzt wisst ihr also Bescheid, ich kenne das Spiel nicht. Ich habe in den Optionen, habe ich die Musik eigentlich schon ziemlich leise gestellt, aber das Gefiddel geht immer noch. So, jetzt ist es ganz aus. So, nur mal gucken. Das Spiel ist heute und morgen bei Steam kostenlos herunterladbar und spielbar. Danach muss man es kaufen oder man kann es nicht mehr spielen. Es ist, glaube ich, derzeit für den halben Preis erhältlich. Aber ich will das Geld gar nicht ausgeben. Aber ich freue mich, dass ich mir angucken kann, was das für ein Spiel ist. Ne? Und dann meine Entscheidung treffen kann. Vielleicht geht dir das genauso, dass du dann irgendwann sagst, okay, das ist Schiete oder genau das habe ich gesucht. Wer weiß. Ne? So. Das sind meine Errungenschaften, Saison, die Herausforderungen und Belohnungen und die Gruppe, stell dir neue Mehrspielergruppe. Kampagnen, Missionen, Mehrspieler, Optionen. Haben wir gerade eben geguckt. Da ist auch, man kann auch in UHD spielen. Die FPS-Zahl, die weiß ich nicht. Ich gucke mal, was bei Kampagnen hier ist. Missionen, Gefecht, Herausforderungen, Spielladen, Mehrspieler, schnelles Spiel, Ranked. Aha. Nur mal zur Übersicht für dich, falls dich das interessiert. Beginne eine neue Kampagne, zeige eine Übersicht. Ja, das wollen wir mal machen. Mal eine Übersicht drüber haben. Übersicht. An der Chance. Hier gibt es noch Polania, Roswiet Kampagne, Saxony Kampagne und Roswietische Revolution. Na, gehen wir mal zurück. Ne, da musst du auch DLC kaufen, hat da gestanden. Missionen. Wollen wir mal, können wir nicht Übersicht kriegen hier. Gefecht, Herausforderung. Also müssen wir hier schauen, dass wir machen. Neue Kampagne anfangen. Schwierigkeitsgrad feststellen. Entdeckung und Erkundung, Abenteuer und Ehre, Blut und Ruhm. Ich möchte einfach nur die Geschichte erleben. So, wenn du willst, kannst du das noch in die Muttersprache hier umstellen, dass die also Russisch sprechen oder Polski oder was weiß ich, was da noch so alles für Sprachen dann von Belang sein können. Nö, klug wie nicht. Bestätigen. Ich bin aber Kommandant. Da ist schon mal da oben. Ne? Jo. Wohl Kommandant. So, ich habe meine Kamera jetzt neu eingestellt. Ich kann dich jetzt auch nicht mehr verstellen. Ich habe mir so ein Teil da untergeklemmt, wo man so ein bisschen hin und her stellen kann und dann stramm ziehen und dann ist das bombenfest, hoffe ich. Das ist die kleine, diese A80. Die habe ich mal für etwas über 40 Euro gekauft. Die kostet jetzt wieder 80 Euro. Und wie ihr seht, ist hervorragend geeignet zum Streamen. Ne? Ich habe die über HDMI.
angeklemmt, auch an so ein günstiges Teil, was ich für 40 € gekauft habe. Das heißt, ich habe 80 € ausgegeben, um dieses Bild Was? jetzt Was heißt, ich kann in nicht den Stream zu mitspielen? bringen. Mädchen können nicht werfen und rennen. Das wäre ein Nachteil für dein Team. Das stimmt nicht. Und was willst du dagegen machen? Heulen? Ungerecht. Aber Nein, Anna, denen zeige ich's. jawohl. Besiege die Jungen, 0 von 5. Einheitenauswahl, aha, das ist das Tutorial. Siehst du, da braucht man nicht länger suchen, jetzt haben wir es. Du kannst Einheiten auswählen. Und ein Rechteck, also mehrere. Klicke auf den Boden, um den Befehl zu. Aha. Gut, dann wollen wir mal gucken, was ist das hier? Kinderspiel. Ach so, das sind die Werte, die sie haben. Okay. Wo sind die Jungs denn? Ich muss leise sein. Ein gemeiner Dorfjunge. Du So, was bist geht jetzt ab? tot. Ein Hinterhalt. Entdeckung. Hey, sie spielt gar nicht mit. Na gut. Gut, bleiben noch vier. Das ist also jetzt, ach, das haben wir hier unten auch. Wir haben ja auch gesehen, wo die hingelaufen sind. Lang! Voll erwischt! Jeder kann sich von hinten anschleichen. Hier müsste ich sicher sein. Sie verstecken sich! Unsere Heldin wird angegriffen. Erwischt! Ich bin noch nicht tot! Wo gehen wir denn jetzt hier mit ihr her? Ein perfekter Ort. Und hier können wir auch noch. Hier müsste ich sicher sein. So, wo sind die jetzt? Jetzt habe ich hier. Wo ist dieser Kreis? Den kriege ich gerade noch zu fassen, ne? Hey, nur Schneebälle, hab dich! Ich bin nur verwundet! Nehmt das! Zwei? Er ist nur Ein verwundet, der perfekter andere. Ort! Nein, hier hin, komm. Das zeigt. Aber der grüne Kreis, der geht nicht bis dahin. Okay. Dann. Hier müsste ich sicher sein. Ein perfekter Ort. Ne? Nochmal? Habe ich das nicht geschafft? Oh.
Das ist aber schade. Kinderspiel. Da ist einer. Sind sie denn da oben? Hier bin ich geschützt. Ich sehe dich. Da lang. Da sind sie ja. Hey, nur Schneebälle, kein Eis. Wieso schießt denn der nicht hier? Aua! Peng! Ich muss in Deckung gehen. Den hatte ich nicht mehr markiert, wa? Hm. So, sind die anderen Rabauken? Da oben. Hier, ich bin kein Russwirt. Bist du wohl? Dein Bruder ist auch ein Russwirt. Hier bin ich geschützt. Die Feiglinge greifen mich an. Das. Angriff. Nehmt das. Au. Weißt du jetzt, kleines Mädchen? Nur Schneebälle, kein Eis. Nehmt das. Hier müsste ich sicher sein. Angriff! Die Feiglinge greifen mich an. Bin unterwegs. Nehmt das. Lasst mich nächstes Mal einfach mitspielen. Angriff! Weißt du jetzt, kleines Mädchen? Ich muss in Deckung gehen. Hier bin ich geschützt. Ich muss leise sein. Feuer frei! Die machen hey, nur Schneebälle, kein Eis. Ich gehe in Deckung. Da oben ist noch einer. Ein perfekter Ort. Das ist so ein bisschen wie Command & Conquer, ne? Kommt also vor. Oh, warte mal, kommen wir hier auch noch irgendwie hin? Hier hinten rum? Hier müsste ich sicher sein. Kinderspiel. Ich sehe einen. Ein perfekter Ort. Schnappen Sie! Attacke! Es lebe Polania! Au, hey! Au! Du bist tot! Bin ich nicht? Du bist tot! Ihr könnt doch nicht... Au! Hey! Sucht euch gleich stärker aus! Oder stärkere! Sie bekommt Verstärkung! Rückzug! Die haben gemogelt. Ich hätte gewonnen. Hm. Sah eher aus, als wären sie dir überlegen gewesen. Komm, gehen wir zurück ins Dorf. Papa wartet sicher. Oder du zeigst mir endlich, wie man schießt. Du hast es versprochen. Wenn du älter bist, sagte ich. Tutorial. Aber jetzt bin ich doch älter als damals. Und wie soll ich mich sonst im Krieg verteidigen? Wenn der Krieg ausbricht, versteck dich. Ich kümmere mich um dich. Und wenn du mal nicht da bist? Onkel Lech sagt, jeder in Polania muss lernen, sich zu verteidigen. Ich bin immer für dich da. Naja, die Jungs haben mir ganz schön zugesetzt und wären das keine Schneebälle gewesen? Ach, Anna, na gut, aber... ich weiß, nichts Papa sagen. Das wird mir noch leid tun. Na denn.
Hier im Wald gibt es Hirsche. Wenn wir ganz still sind, finden wir vielleicht welche. Aha. Also gut. Nach Ihnen, Generalen. Neues Primärziel erhalten. U und E, um die Kamera zu drehen. Alt- und mittlere Maustaste. Klicke auf N, um die Ausrichtung der Kamera zurückzusetzen. Also Alt. Ich sehe jetzt kein Ziel hier. Q und E dreht so und so. Okay. Und so kann man die ganze Kamera ziehen mit der mittleren Maustaste. Jage einen Hirsch. Den man finde jetzt, den Hirsch. Legen wir los. Nach da drüben? Wo ist die Hirsch? Kinderspiel. Dann sieht man hier auch wieder mehr. Ne, geht das nicht jetzt hier? Mittlere Maustaste? Doch, geht. Da ist er anscheinend nicht. Ich muss leise sein. Da sehe ich ihn auch nicht, den Hirschen. Nach da drüben? Da drüben. Ich sehe ihn. Halt still. Und jetzt? Was? Ich war doch leise. Hirsche sind Fluchttiere. Und deshalb sehr scheu. Wir brauchen eine neue Taktik, Generalin. Ich versteck mich im Gebüsch, da sieht er mich nicht. Und du treibst ihn in meine Richtung. Guter Plan. Aber er schießt den Hirsch und nicht mich. Mhm. Okay. Mucksmäuschen. Bereit. Treib den Hirsch zu mir. Ach so, ihr sollt ihn ja bewegen. Ja, sehr gut. Suchen wir einen Hirsch. Na schön. Wir müssen den ja auch irgendwie zu ihr treiben. Auch da kann ich nicht hin. Bin unterwegs. Guter Plan. Ach, hey. Wo ist denn hier ein Hirsch jetzt, verdammte Axt? Den müssen wir jetzt erstmal finden, den Jungen, ne? Bin unterwegs. Sichtbereich erhöhen. Dann gehen wir da mal Kinderspiel. Hin. Auch diese Brücke, die sind auch so wie bei Command & Conquer. Ja, dann gehen wir da Bin mal unterwegs. Hin. Gucken wir mal, ob wir hier einen Hirschen finden. So, dann gehen wir hier mal runter. Bin unterwegs. Nein. So, Herr, komm. Wo bist du? Bin unterwegs. Kinderspiel.
Da ist er. Gehen wir in Schussreichweite. Also sie jetzt. Wie geht's weiter? Kinderspiel. Du bist noch nicht in Schussreichweite, Mädelin. Nach da drüben? Ich dachte, du versteckst dich im Busch. Ich muss leise sein. Los geht's. Halt still. Versteck dich in den Büschen. Ich treibe den Hirsch zu dir. Ganz leise jetzt. Was schwebt dir vor? Klar doch. Ja? Los geht's. Oh, Mist. Gutes Versteck. Aber der Schuss war wirklich mies. Ich glaube, mit dem Gewehr stimmt was nicht. Hör zu, wenn du abdrückst, darfst du nicht unsicher sein, ob du triffst. Du musst das genau wissen. Sieh dir dein Ziel an, wie es sich bewegt. Erfühle den richtigen Zeitpunkt. Zurück. Und dann... Peng! Schon gibt's Wildbraten. Ich verstehe, glaube ich. So. Gut. Du versteckst dich im Busch und ich... Ich weiß! Auf einer geraden Linie stehen. Aha, erstmal das anklicken. Mucksmäuschen still. Und er soll wieder... Ja? Den Hirsch zu ihr schicken oder was? Kinderspiel. Muss da einmal rumgehen. Ist er hier wieder oder ist er da nicht? Oder wo ist er denn? Klar doch. Mal hoffen, dass das wieder so läuft. Na schön. Guter Plan. Ein Hirsch war zu breit. Na schön. Bin unterwegs. Nichts mit Hirschbraten heute. Dann gucken wir mal, ob der hier irgendwo ist. Das war nach oben hingelaufen, aber ob das jetzt das Spiel auch weiß? Klar doch. Na schön. Nichts zu sehen. Da ist immer dieser Nebel, dieser Schatten des Krieges, wie man ihn so nennt. Kinderspiel. Kommen wir da auch einmal rum? Klar doch. Rum. Hier muss ja irgendwann noch auftauchen, der Junge, ne? Bin unterwegs. Guter Plan. Kinderspiel. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt habe ich noch keine Hirsche gesehen hier. Hier, Hoshis, da ist er. Na schön. Könnte ich den noch von gleich da von da abballern? Klar doch. Guter Plan. Soll doch auch irgendwann mal wieder auftauchen, der Herr. Klar doch. Da ist er. Okay. Bin unterwegs. Dann wollen wir mal nicht so weit laufen, damit er auch nicht so weit läuft. Mal sehen, ob diese Kalkulation aufgeht. Bin unterwegs. Naja, so, jetzt muss er ja stehen bleiben auch wieder.
Legen wir los. Ich bin bereit. Klicke links auf die Fähigkeit. Also nochmal links. Und dann nochmal links über einem Ziel. Ich werde treffen, das weiß ich. Halt still. Oh, wieder nicht. Setze dein Können richtig ein und du triffst immer. Hm? So, also nochmal links. Und dann nochmal links. Genauso wie Yannick es mir gezeigt hat. Ah, wieder nicht. Setze dein Können richtig ein und du triffst immer. Was mache ich denn jetzt falsch? Ich hab das doch. Kommt er jetzt nicht? Doch. So, jetzt. Wie geht's weiter? Nochmal. Den hier links. Ich links. Werde treffen, das weiß ich. Und dann. Bin unterwegs. Jetzt. Ich hab getroffen. Guter Schuss, Schmetterling. Das glaubt mir Papa nie. Er darf nichts davon wissen. Ich hab geschossen, denk dran. Richtig. Und was für ein Schuss. Dein bester bisher. Scherzkeks. Das ist ja widerlich. Das gehört dazu. Wir töten nicht aus Spaß. Yannick, sag, glaubst du wirklich, es gibt Krieg? Sicher. Und diesmal wird es ein ganz großer. Saxony, Roswiet, die Nordic Kingdoms, vielleicht sogar das Shogunate. Die ganze Welt. Shogunate, Shogunate. Kommen die Soldaten auch hierher? In dieses Kaff? Warum sollten sie? Yannick! Schieß! Schieß! Wow. Lass die Waffe fallen. Das geht gar nicht. Da. Der hat geschossen. Was sind deine Kumpels? Das war ziemlich knapp. Ja, danke. Hatte wohl Hunger. Hey, Arthur, nimm das Vieh mit. Das gibt einen warmen Mantel für Sibirien. Ihr zieht in den Krieg? Nach Roswiet? Ja, wir verteidigen die Heimat gegen Roswiet. Oh. Beeindruckend, was? Ein Schmiaui. Neuestes Modell. Die werden sich umsehen. Fantastisch. Komm, es kann nicht mehr weit sein. Wollt ihr nach Saleshi? Da wohne ich. Ich bring euch hin. Na dann, spring auf, Soldat. Geh gleich zurück, ja? Und vergiss den Braten nicht. So, er lädt. Hoffe ich. Und lädt. Geh gleich zurück und vergiss den Braten nicht. Hallo? Oh, Navidi, das Baby. Da kannst du dir gleich ranziehen. Aber die Entscheidung liegt bei deinem jungen Piotr, nicht bei dir. Wenn er für sein Land kämpfen will? Das gibt ein Blutbad. Du weißt, wozu diese Maschinen fähig sind. Jeder Freiwillige kriegt die beste Ausrüstung und Ausbildung. Und wer weiß, vielleicht steuerst du einmal eins von diesen Dingern. Das wird er nicht. Ich opfere meinen Sohn nicht in einem weiteren sinnlosen Krieg. Sinnlos? Das ist richtig.
Wir verteidigen unsere Heimat, unsere Freiheit. Was soll aus deinem Sohn werden, Piotr? Ein Patriot oder ein Feigling? So wie ich? Wir alle helfen mit, unsere Heimat zu verteidigen. Und du? So schlimm wird der Krieg schon nicht werden. Und Onkel Lech passt auf mich auf. Nein! Zu Weihnachten sind wir alle wieder zu Hause, Junge. Das hier ist ein Spiegel, Janek. Dein Entschluss ist richtig. Du bist ein Mann und ein Polanier. Beides sollte dich mit Stolz erfüllen. Komm, pack deine Sachen. Janek! Du ziehst in den Krieg? Er sagt doch. Nur ein paar Monate. Du lässt mich allein. Nein, niemals. Ich will dich nur beschützen. Der Krieg kommt, ob wir wollen oder nicht. Onkel Lech sagt, am besten ist es schnell und hart zu schlagen. Wir müssen den Russwitz und den Saxoniern zeigen, dass wir uns nichts gefallen lassen. Dass wir uns nicht verstecken. Aber Papa sagt, es wird ein Blutbad. Papa ist kein Kämpfer. Er würde sich lieber hier verkriechen und rostiges Ackergerät reparieren. Er versteht das nicht. Dann will ich aber mitkommen. Ich tue das doch für dich, Schmetterling. Geh nicht. Es ist nur für ein paar Monate. Teddy mit Knopf im Ohr. So, was du? Oh, sie sagten, der Krieg wäre ein Abenteuer. Sie versprachen Ruhm und Ehre. Am Ende sollte er 5 Jahre dauern. Jahre voller Qualen und Schrecken, wie sie die Welt noch nie gesehen hatte. Tja, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Traten sich die Maschinen gibt es schon. Mit Waffen gegenüber. Die nicht so plump. Hunderte Menschen mit einem Schlag töten konnten. Ja. Leider gibt's sie schon. Die haben sogar Laserstrahlen. Jetzt ist der Krieg vorbei. Über Gelände bewegen und doch alles. Doch er kostete Millionen Menschenleben. Auch das von Janek. Mein Bruder, der an Weihnachten wieder zurück sein wollte. Der mich nie verlassen wollte. Iron Harvest. Drücke R, um Einheiten zu deiner Basis. Also Rückzug! Aber was wollen die eigentlich? Was wir alle wollen: Russwirt aus Polania vertreiben! Ohne unser Militär im Rücken? Tja, Onkel Lech ist anscheinend bislang recht erfolgreich. Der russwirtische Militärattaché soll außer sich sein. Der Widerstand ist 10-fach in der Unterzahl. Die gefährden lediglich die Waffenruhe. Und bei Gott, die brauchen wir. Aber wieso eine Waffenruhe? Was hat Kaiser Friedrich und Zar Nikolaus dazu bewegt? Gerade jetzt? Das ist eine gute Frage. Meister Piotr! Im Dorf! Widerstandskämpfer! Sie fragen nach Ihnen! Onkel Lech? Nein, aber es ist wohl dringend. Geh zum Holzfällerlager und sag, dass ich bald da bin. Aber ich will... Geh! Los! Und kein Abstecher zu den Bären! Keine Sorge. Aha. Also das erinnert wirklich an Command & Conquer, nicht? So wie das aussieht. Was ist das hier? Wojtek, Sekundärziel, und das ist das Primärziel. Okay. Also gehen wir doch. Ich mach mich auf den Weg. Ja, da unten, da bin ich. Dann gucken wir mal. Bin gleich da. Da muss ja hier irgendwo der Bär sein, schätze ich mal. Das wird der doch. Ich mach mich auf den Weg! So, da ist das Ausrufezeichen. Und wo ist der Bär? Alles klar! Alles klar? Ah ja, da ist er. Hallo? Jetzt in der Zwischensequenz. Oh, hier, Bombenbär. Oh nein! Ein großer, böser Bär! Was zur Hölle ist das? Russwirtz?
Erschießt ihn! Nein! Sekundärziel abgeschlossen. Ich hab sie im Visier. Das sollte jeden niederstrecken. Ich nehme sie ins Visier. Weiter! Wir haben sie getötet. Alles in Ordnung, Wojtek? Wir müssen zum Dorf. Wir müssen Papa und die Widerstandskämpfer warnen. Wie geht's weiter? Ja, wir gehen jetzt. Der Krieg ist so viel schlimmer, als ich es je für möglich gehalten hätte. Kann man hier auch draufklicken? Bin gleich da! Ja, das scheint zu gehen. Also in die kleine Karte kann man auch klicken. Klicken wir mal auf. Was auch immer uns weiterhilft. Dieses weiße Ding da auf der Karte, was ist das? Ach, hier. Da liegen sie schon. Zwischensequenz. Ich meine. Dann mal los. Das sieht nützlich aus. Klar doch. Aha, jetzt haben wir Gesundheit wieder hergestellt. Ich klicke hier dann einfach mal drauf. Wir müssen sich mal den Weg. Hilfe! Hier drüben! Deckung! Deckung kann nie schaden. Erwidert das Feuer! Wo sind sie denn überhaupt? Wer sind denn jetzt hier die Bösen? Die hier? Ich hab sie im Visier! Es geht nicht anders! Unter Beschuss! Mir so leid. Sie greifen uns an! Es geht nicht anders! Ist vorbei. Fürs Erste. Danke. Du hast uns den Arsch gerettet. Los, verschwinden wir! Was ist passiert? Russwirt-Soldaten. Sie kamen kurz nach den Rebellen. Sie suchen einen Dibowski. Einen Professor. Und mein Vater? Der versteckt sich mit anderen beim Marktplatz. Wir müssen ihnen helfen. Spinnst du? Die haben Max und schwere Waffen. Ich komme mit. Mein Bruder und seine Familie sind noch da. Wir kommen alle mit. Oh Mann. Wo kommt er denn jetzt hin hier? Haben wir noch erste Hilfevorräte hier irgendwo liegen? Nee. Alles klar. Bin gleich da. Was sind denn hier erste Hilfevorräte? Jetzt sehe ich keine mehr. Das sind keine mehr. Liegen da noch welche? Hier irgendwo? Nein. Das alles ist einfach alles nur falsch. Warum Salesche? Kommen die nicht automatisch mit? Muss ich die alle anwählen? Wie kann ich helfen? Ah ja, sieht so aus. Was brauchen Sie? Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ja, die springen auch über den Zaun. Das ist auch mal interessant zu sehen, ne? Heilen-Tutorial, dazu brauchen wir aber was zum Heilen, ihr Hoshi. Ich hab da drüben noch mehr Russ jetzt gesehen. Bin gleich da. Dann gehen wir da mal rüber und gucken mal, ob wir da was sehen zum Heilen. Bis jetzt habe ich hier noch nichts entdeckt. Der Bär, der haut immer ab, der Lümmel. So, dann, ja, dann mal hier so. Ich gehe besser in Deckung. Gebt uns den Professor. Wir wissen, dass ihr ihn versteckt. Wir kennen keinen Professor. Fort! Wir müssen das nicht tun. Lasst uns einfach in Ruhe. Die hören nicht zu. Ich nehme sie ins Visier. Sind sie weg? Nein, bleibt in Deckung! Womit haben wir das nur verdient? Dann mal los!
Schlag sie zurück! Unten bleiben! Ich nehme sie ins Visier! Spürt die Konsequenzen! Gegenwehr wird mit tödlicher Gewalt erwidert! Wir stehen unter Beschuss! Es ist vorbei! Glaub ich, Janik es mir gezeigt hat! So schnell komme ich gar nicht hinterher, Leute. Ist hier noch einer? Wer schießt denn da jetzt? Ja? Wir brauchen doch jetzt erstmal hier die. Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Unterwegs. So, was haben wir denn hier jetzt? Wo müssen wir denn wieder auf Infanterie? Der BS auch. Ach, die heilen alle dann selber. Was ist das hier? Der ist aufgestiegen. Lieber nicht ungeschützt sein. Wir sind bereit. Was soll ich jetzt machen? Wähle eine und klicke auf, über dem ESO, um die Einheit zu heilen. Was auch immer hilft. Was brauchen Sie? Ach, das haben wir keine mehr. Das verbraucht also dann. Okay, so, was haben wir jetzt? Das müssen wir weiter. Bin gleich da. Dann mal los! Deckung kann nie schaden! So sieht's nämlich aus. Ja. So, wo gliedern die sich hier? Sieht nach einem sicheren Ort aus. Genau. Bin jetzt aber ab vom Schuss hier, ne? Also müsste ich mich hier jetzt vorarbeiten. Ich gehe besser in Deckung! Muss ich da über eine Brücke oder was ist das? Nee, das ist eine Straße. Gehen wir mal von hinten hier ran. Bin unterwegs. Ach, das ist ja, die gehen hier nach vorne. Hier drüben sind rum. Gegner. Ich hab sie im Visier. Aufgepasst! Weiter! Sieht so aus, als wären wir jetzt sicher. So, Markier, seid ihr doch alle? Ja. Ja, vor sich selber machen wir das mal, ne? Alles ist wieder gut. Gar nichts ist gut. Und schon gar nicht alles. Deckung kann nie schaden. Ich gehe besser in Deckung. Aber hallo. Doch eine Brücke. Dann mal los. Primärziel abgeschlossen. Einen sicheren Ort aus. Da war das Primärziel. Anna. Oh, da kommt schon wieder die Ruskis. Papa. Was soll das? Jetzt. Du solltest nicht hier sein. Ich. Im Wald. Es tut mir leid. Papa. Ich... Da uns keiner von euch Professor Dibowski ausliefern will, holen wir ihn uns selbst. Stellt alles auf den Kopf! Findet den Professor! Ja, wo ist der Professor? Bleib, wo du bist. Ich locke sie weg und komme zurück, sobald sie fort sind. Was wollen die? Wieso sind sie hier? Bleib hier. Nein! Bleib Papa! Hier. Ihr wollt Professor Dibowski? Hier bin ich! Holt mich doch! Auf den schießen sie das leider nicht. Oh! Das war ja geil. Ja, super Handschuh. Oh, da bricht die ganze Brücke ein. Schönes Ding. Der hat einen super Handschuh gehabt, ne? Du will ich auch. Kannst du in der Straßenbahn. Los, zack, alle hier sammeln! Verteidigt euch! Jawohl! Neues Primärziel erhalten! Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen! Ja? Erwidert das Feuer!
Noch nicht. Es sind noch Russwirts im Dorf. Warum lassen die uns nicht in Ruhe? Kommt, helfen wir den Dorfbewohnern. Sind hier keine Sanitätssachen? Da vielleicht. Wo ich jetzt alle markiert. Ich höre. So, was ist das hier? Ach so, die drei Orte, die drei Stellen, hilft den Rebellen und das ist das Frieden und rettet die Bürger. Also, das alles hier ist einfach nur Wahnsinn. Ein schrecklicher, schrecklicher Wahnsinn. Ich gehe besser in Deckung. Hier schon mal ganz gut. Dann haben wir vielleicht ein Primärziel schon mal hinter uns. Ah, nächste Probe. Wie bei Kommando Conquer. Jeder Schuss zählt. Bist du denn verrückt? So was. Jetzt brauchen wir aber langsam wirklich erste Hilfe. Warte mal, wer hat denn hier? Wie geht's weiter? Das kann ich machen. Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Ist da noch mehr drin? Hä? Dinge. Den hatte ich doch eigentlich angeklickt. Aber der war nicht. Ich höre. Naja, gut. Den wollte ich eigentlich heilen. Naja, dafür üben wir ja noch, ne? So, was ist denn das jetzt hier mit Primärziel? Müssen wir noch weiter hier runter? Sieht nach einem sicheren Ort aus. Da müssen wir hin. Oder wo? Oder wie? Dann gehen wir hier mal hin. Deckung kann nie schaden. Du ja, bist einfach der Beste, Wojtek. Bin wir hier unterwegs. Rein, schätze ich mal. Irgendwas. Aha, da sind noch welche. Da ist noch was rot. Hier, da. Unten bleiben! Da sind sie. Jeder Schuss zählt! Ich werde angegriffen! Oh! Weiter! Eine unserer Einheiten ist einen Rang aufgestiegen. Mhm. Wer ist ein braver Bär? Du bist ein braver Bär. So, das heißt... Was ist das denn? Ist das hier noch Sanitätszeug? Oder ist das Sanitätszeug? Oder hier? Sieht nach einem sicheren Ort aus. Gucken wir mal, ob das jetzt hier... Nee, das ist da genau, wo die jetzt sind, ne? Hm. Noch mehr Sanitätszeug ist hier nicht. Hm. Ich mach mich auf den Weg. Aber rot ist auch nirgendwo mehr zu sehen. Das heißt, wir könnten jetzt vielleicht erstmal alles hier klar hinziehen. Mal gucken. Das hatten wir schon. Rüst jetzt gesichtet! Ich hab sie im Visier! Bleib in Deckung! Ich hab da drüben noch mehr Rüst! Jeder Schuss zählt! Es geht nicht anders! Das werden wir jetzt sicher! Sieht so aus, ne? Da unten sind noch welche. Vorsicht! Jeder Schuss zählt! Wir haben's geschafft! Hm? Der Bär ist ja clever, der ist ja clever. Was brauchen Sie? Ich mach mich auf den Weg. Wir brauchen vor allen Dingen was zum Heilen. Du bist einfach bin unterwegs. Da ist nix. Dann sind. Aha, hier noch. Dann mal gehen los! Hier mal hin. Und dann nehmen wir. Wohin als nächstes? Hä? Machen wir jetzt mal irgendwas oder. Alles klar! Heilen!
Jawohl. Sehr schön. Wie kann ich helfen? Das sind jetzt die Widerstandskämpfer, die Rebellen. Also müssen wir uns mit denen jetzt zusammentun. Und wie kommen wir da hin? Gehen wir doch erstmal. Ich gehe besser in Deckung. Dann können wir weiter gucken. Bin gleich da. Dann müssten die ja hier irgendwo sein. Da oben. Ich mach mich auf den Weg. Der Widerstand. Helfen wir ihnen. Ach da. Dann mal los. Ich nehme sie ins Visier. Schmeiß doch mal ein paar Handgranaten da rein. Es ist vorbei. Fürs Erste. Nicht zu fassen. Ein Mädchen hat uns gerettet. Seid ihr Rebellen? Nicht zu fassen. Was ist hier los? Weiß nicht. Nein, wir tragen blaue Uniformen. Wir haben nur einen Brief unseres Chefs seinem Bruder Piotr überbracht. Dann griffen die Roswiats an. Piotr Koss ist mein Vater. Was wollten die von ihm? Sie sind Onkel Lechs Nichte? Das erklärt manches. Kommen Sie mit? Wir wollen zurück zur Gruppe. Nein, tut mir leid. Ich muss Papa finden. Schade. Der Widerstand braucht Leute mit Eiern. Viel Glück. Gut. Trupps ausrüsten. Lassen ihre Waffen fallen, wenn sie getötet werden. Wähle einen deiner Erinnerung. Klicke auf, um über sich drehende Gegenstände ihn auszurüsten. Ha? Infanterie. Ich höre. Wer ist ein braver Bär? Ich bin zufrieden mit dem, was ich hab. Ach so. Wo sind die anderen? Na. Ich hoffe, den anderen geht's gut. Dann nimm du den. Rüsten uns jetzt mit Granaten aus. Jawohl. Wohin als nächstes? Schon unterwegs. Und den da finden wir Schutz. Was? Granaten jetzt einsatzbereit. Ja, Gewehre sind gut. Aha. Muss man jetzt warten, bis sie die Gewehre irgendwie in Beschlag genommen haben, oder was? Gewehre geladen und entsichert. Aha. Verdrossen! Jetzt haben die das wieder gelassen, da. Wohin als nächstes? Granaten! Schnappt sie euch! Jawohl! Was brauchen sie? Sieht nach einem sicheren Ort aus. Granaten jetzt einsatzbereit! Also sie kann hier gar nichts mehr. Deckung kann nie schaden. Ich mach mich auf den Weg. Na, gut, das geht also dann immer nur eine Waffe. Sind die alle gesund, die Jungs hier? So sieht's aus, jo. Gut, aber hier ist nochmal... Leider kann man das nicht mitschleppen, ne? Ja. So wie's aussieht. Dann müssen wir jetzt mal... Erstmal hier hin. Bin unterwegs. Damit wir weiter gucken können. Und dann gehen wir mal. Ich gehe besser in Deckung. Damit wir weiter gucken können. Wo können wir denn noch in Deckung gehen? Hier. Deckung kann nie schaden. Wo? Wo? Sieht nach einem sicheren Ort aus. Ich gehe besser in Deckung. Da oben sind sie. Verdammt! Deckung kann nie schaden. Russische Bastarde! Aha. Weiter! Wer zur Hölle ist das? Rufen wir Verstärkung! Danke. Das war knapp. Es
Es ist noch nicht vorbei. Los! Wir brauchen hier Verstärkung! Schnappt sie! Jäger schafft sie! Bleibt in Deckung! Weiter! Haltet Stand! Vorsicht! Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Ausgeschaltet! Das war 3 von 3. Was wollten die Bastarde hier? Die suchten jemanden, aber mein Vater hat sie weggelockt. Ich sah, wie er die Brücke zerstört hat. Es war kaum zu glauben. Dann ist dein Vater für alles verantwortlich? Red doch keinen Unsinn. Wir vergeuden Zeit. Mein Vater ist nach Norden geflohen. Wir müssen ihm helfen. Ist das so? Willst du wirklich einen von uns den Ruswirts überlassen? Komm schon. Er ist keiner von uns. Wir sollten ihm trotzdem helfen. Er hat uns was zu erklären. Dann mal los. So. So geht's jetzt weiter. Und die hauen ab jetzt, oder was da hinten? Die wollen nicht mitmachen. Und jetzt können wir die noch ausrüsten und alles. Also ich denke mal, suche nach Anders Vater. Ne? Das Sekundärziel Holzfällerlager existiert immer noch. Das ist da ganz oben. Ne, was ist das hier? Das weiß ich nicht. So, die sind ja alle gesund, die Jungs hier. Ne? Früher habe ich Langeweile gehasst. Jetzt wünsche ich mir manchmal nichts anderes. Wie kann ich helfen? Also die nehmen nichts hier. Die haben... Können wir irgendwas tun? Ja, ihr könnt euch die Granaten schnappen. Aber das war anscheinend... Machen wir jetzt mal irgendwas, oder... Rüsten uns jetzt mit Granaten aus. Jawohl. Kommen die dazu, zu den Gewehren, oder nicht? Granaten jetzt einsatzbereit! Sehr gut, dann haben... Wie geht's weiter? Die haben... So, dann gucken wir mal. Dann haben wir Granaten, haben wir jetzt keine mehr zum Ausrüsten. Wie kann ich helfen? Ich mach mich auf den Weg. Nur mal gucken, was hier noch so in der Luft rumschwebt. Jo. Gewehre haben sie alle. Was bist du hier für ein? Standardwaffen. Was bist du für ein? Auch Standardwaffe. Also das sind alle Standardwaffen. Jo, ich denke mal, wir haben gesehen, wie das Spiel läuft, wie das funktioniert. Ne? Wer auf so ein Spiel steht, ich kann nur sagen, wer Command & Conquer mochte, der wird das hier wahrscheinlich genauso mögen. Das erinnert mich ganz, ganz stark daran. Ne? Da war auch übrigens eine Frau, die voranpreschte und das Ganze befreit hat. Da fing das an mit der Frauenbewegung, kann man sagen. Ne? Nein, wirklich nicht. So. Ja, für mich ist damit das ausreichend gemacht, was ich wissen wollte. Ne? Ich speichere das Spiel jetzt mal. Neuer Spielstand. Hier kann ich was reinschreiben. Dann schreibe ich da mal rein. Stream 1. Das sollte man nie vergessen, weil man das eventuell doch nochmal laden will. Mit F5 und F9 kann man speichern bzw. laden, schnell speichern, schnell laden. Ob F5 jetzt laden ist, ich glaube, und F9 ist speichern oder andersrum. Aber das kann man in den Einstellungen alles erkennen. Ne? Sei nicht böse, aber ich möchte jetzt nur mit Sky weiterspielen. Das Spiel hat mich einfach gekriegt. Ne? Von daher, das habe ich mir jetzt runtergeladen, weil es kostenlos spielbar ist heute und morgen. Und wer sowas mag, der kann ja jetzt noch 24 Stunden richtig loslegen. Ne? Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir, über ein Abo natürlich noch mehr. Und ich freue mich auch, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist. Ne? Bis dahin, viel Spaß beim selber spielen. Tschüss.